Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Jetzt haben wir gehabt Sternschaltung, symmetrische Belastung, Sternschaltung mit N-Leiter, aber asymmetrischer Belastung. Und jetzt schauen wir sie an, Sternschaltung ohne N-Leiter und ebenfalls asymmetrische Belastung. Ja, also ich habe das da ein bisschen aufgezeichnet. Wir haben weiterhin die drei Phasen, L1, L2, L3, die drei Live Wires, der N, der Neutral, weg. Ja, tschüss. Brauchen wir nicht. Ja, haben wir nicht, sagen wir so. Ja, und man braucht, werden wir gesehen, was da passiert. Wir haben eine asymmetrische Belastung. Das heißt, da haben wir hier einen Z1, also der sich aus Widerstand und Blindwiderstand zusammensetzt, Wirkwiderstand, unterschiedliche Impedanzen. Ja. Was bedeutet das, wenn der Neutralleiter fehlt? Es gilt hier auf alle Fälle, hier in diesem Sternpunkt, ja, gilt ja auf alle Fälle die Bedingung, dass sich die Ströme gegenseitig aufheben müssen. 0 Ampere. Das muss gelten. Ja. Das muss gelten. Keine andere Chance. Was ebenfalls gilt dann für sich, ja, ist, dass die Außenleiterspannungen, die werden vom Netz vorgegeben. Die sind fix, die sind einbrennt, kann man sich vorstellen. Ja? Das heißt, weil das da unten einzeichnet, da, ja, zeichne ich hier den U1-2 ein, fix. Ja? Dann zeichne ich hier den U2-3 ein. Und dann zeichne ich hier den U3-1 ein. Das ist ebenfalls gegeben. Ja? Also das wissen wir, muss 0 sich ergeben. Das wissen wir, muss 0 sich ergeben. Ja, zeichnen wir das vielleicht auch noch ein. Ja? Dann sagen wir halt, das ist I1 da. Ja? Dann machen wir noch ein I2. Und beim I3 muss ich schon aufpassen, weil das muss ich ja gegenseitig aufheben. I2. Beim I3 muss ich aufpassen. Ja, ja. I2. Wie lange ist mir der gelungen? 2 cm. Parallel verschieben hier durch diese 2 cm. Komme ich hier hin. Buck, 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 buck. Ja. So, und dann der I3 muss ja praktisch das wieder auf 0 schließen. Und das ist auch 2 cm. Schau das an. Dann habe ich da vielleicht eine symmetrische Belastung eingezeichnet. Das war ja super. So muss das ausschauen. Ja. I3. Ja. Können unterschiedlich lang sein. Jetzt schaut das bei mir vielleicht nicht so ganz aus. Aber auf alle Fälle, sie müssen sich gegenseitig aufheben. Ja. Das ist die Situation, in der wir sind. Was passiert da? Ich meine, ich habe das da oben nochmal hingezeichnet. Jetzt verschieben wir praktisch, das wäre praktisch der U1, wenn wir symmetrisch belastet werden. Ja. Ich werde es da oben nochmal hinzeichnen. Also da gibt es den U3-1. Da gibt es den U1-2. Und da gibt es den U2-3. Die sind fix. Ja. So. Und jetzt, wenn das der U1 ist, haben wir gesagt, okay, es gibt einen I1. Ja. Und diesen Strom irgendwie mit durch diese Schaltung durchzubringen, ja, kommt ja auf die Impedanz drauf an. Stellt sie einfach ein U1 ein. Okay? Stellt sie ein U1 ein, sagen wir, das ist eine induktive Last und das U1 ist jetzt so. Ja, muss sich so einstellen. Ja? Dann haben wir da U1. Ja? U2 stellt sich ebenfalls irgendwie ein. Ja? Wir müssen ja dann doch innerhalb U2 und der U3 stellt sich ebenfalls irgendwie ein. Ja? Und in Summe
treffen sie sich schon noch immer beim Sternpunkt. Okay? Und jetzt hat dieser Sternpunkt hier aber eine Spannung bekommen. Ja? Da haben wir ein UN gekriegt. Ja? Das heißt, der Sternpunkt hier ist nicht mehr neutral, sondern der wird von seinem Potenzial hier irgendwo hingeschoben von den Spannungen, die sich halt so aufteilen müssen, wie sie sich aufteilen müssen, aufgrund der unterschiedlichen Lasten, dass sich die Ströme gegenseitig aufheben. Es gibt hier eine Sternpunktspannung und einzelne Phasenspannungen können unterschiedlich groß werden. Also wenn man das irgendwo mal misst, ja, dass man praktisch eine Phase misst, die über 230 Volt hat, zum Beispiel in der Steckdose, ja, da ist vermutlich irgendwo ein Sternpunktfehler. Ja, da ist irgendwo was offen. Aufpassen. Ja. Das passiert bei asymmetrischer Belastung ohne Neutralleiter. Der wird dieser Neutralpunkt nicht hierher angepinnt praktisch, sondern der kann sich nachher frei bewegen und kann irgendeinen Wert annehmen. Okay? Zum Glück gelten ja schon noch immer ein paar Sachen. Ja? Ein paar Sachen gelten schon noch. Nämlich zum Beispiel, wenn man das U1-2 da anschaut, ja? Das U1-2, das ist ja schon noch, bitte, das U1-U2. Ja? Genauso wie das U2-3. Natürlich schon noch das U2 minus dem U3 ist. Ja? Wenn ich da jetzt die Ströme hier einsetze, ja, ist ja das praktisch I1 mal Z1, Impedanz hier. Das schreibe ich jetzt nicht, schreibe ich gleich als Z, als komplexe Zahl. Und dann minus I2 mal Z2. Und da unten haben wir dann I2 mal Z2, haben wir ja gerade gehabt, minus I3 mal Z3. Und aus diesen drei Gleichungen kann ich jetzt berechnen, wie groß ist die Neutralleiterspannung. Ja? Wie groß wäre eigentlich das U1'? Ja, also das U1, dort das U1, wenn man es einfach zusammenzählt. Ja. Wenn man das da anschaut, wenn ich das I31 da praktisch verlängere, ja, so schön nach oben, ja. Dann komme ich da drauf praktisch, dass das U1', ja, das, was ich eigentlich glaube, was bei symmetrischer Belastung da wäre, ja, dann ist das praktisch das U1'2 minus dem, ja, dann kriege ich praktisch diese lange Linie hier, ja, minus U3'1, ja. Und dann ist aber nur ein Drittel von dem, gell? Weil da gibt es ja eine dreifach so große Spannung, Drittel. Ja? Das heißt, das ist U1-2 Drittel minus U3-1 Drittel. Ja? Das wäre die Spannung U1-Strich, die da, ja? Bei symmetrischer Belastung ohne Sternpunktverschiebung. Und jetzt wollen wir praktisch aus den Gleichungen wollen wir ausrechnen, wie groß ist leicht U1, ja? Da haben wir U1', das ist D, und die Differenz aus diesen beiden Spannungen ergibt nachher die Neutralleiterspannung. Ja? Das wollen wir probieren. Hm? Brauche ich aber einen Zettel. Ja? Jetzt nimmt er einen Zettel. Jetzt nimmt er einen Zettel. Es dauert nämlich etwas länger. Ein bisschen mathematisch umformen. Es ist jetzt, man muss natürlich wieder aufpassen. Ja? Es ist nicht schwierig, aber es ist fehleranfällig. Ja? Wirklich aufpassen, wie der bekannte Haftelmacher. Drücken wir uns hier mal einen Strom aus, nehmen wir I3. Ja? Das heißt, der I3
ist gleich aus dieser Gleichung, ja, minus I1 minus I2. Gut. Ja, war mal nicht so schwer. Dieses I3 setzen wir jetzt hier, da habe ich einen Unterstrich vergessen, setze ich jetzt hier ein. Ja, das heißt, ich habe hier praktisch die Form U23 ist gleich. I2 habe ich nichts geändert. Mal Z2, das bleibt aufrecht. Und dann habe ich das, setze ich das da ein. Das heißt, da kommt außer plus I1 mal Z3. Und dann kommt nochmal plus I2 mal Z3. Ja, und das gemeinsam ist dieses Ding hier. Ja. Jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Das heißt, das ist U23 minus I1 mal Z3. Ich möchte hier jetzt Z2 ausdrücken, ist gleich, I2 ausdrücken, I2 mal, Klammer auf, Z2 plus Z3. Ja, jetzt dividiere ich drüben nur, das heißt, mein I2 an und für sich, mein I2 kommt raus, ist gleich U23 minus I1 mal Z3 dividiert durch Z2 plus Z3. Okay. Jetzt habe ich I2 und dieses I2 setze ich hier ein, in diese Gleichung. Okay? Also, dann habe ich hier U12 ist gleich I1 mal Z1 minus dem hier U23 minus I1 mal Z3 dividiert durch Unterstrich vergessen, Z2 plus Z3 und jetzt Obacht mal Z3. Obacht, Obacht. Okay? Passt. Mal Z2. Obacht, ja, ja, Obacht. Mal Z2 natürlich. Ja. Nicht so schnell geht's. So schnell geht es. So, jetzt möchte ich mir hier praktisch I1 ausdrücken. Probieren wir das. Das heißt, das ist U12 ist gleich I1 mal Z1 plus I1 mal Z2 mal Z3 dividiert durch Z2 plus Z3. Und dann habe ich da minus U23 mal, was bleibt da über? Z2 dividiert durch Z2 plus Z3. Bringe ich auf die andere Seite. Ja. Das heißt, ich habe hier U12 plus U23 mal Z2 dividiert durch Z2 plus Z3 ist gleich. Herüben hier hebe ich I1 heraus. I1 ja, mal Klammer auf. Z1 unterstrichen plus Z2 mal Z3 dividiert durch Z2 plus Z3. So,
Jetzt bringe ich das nur auf gemeinsamen Nenner, weil das stört mich. Ja. Das ist U12 mal C2 plus C3. Plus U23 mal C2. Dividiert durch C2 plus C3. Ja, ist gleich. Und darüber habe ich I1. Und auch das da drinnen bringe ich auf einen gemeinsamen Nenner. Das ist Z1 mal C2 plus C3. Plus C2 mal Z3 dividiert durch C2 plus Z3. Jetzt verabschiedet sich das nämlich da, diese Sache. Das ist gut. Ja? Dann haben wir hier praktisch den. Ich schreibe jetzt da rüben weiter, U12 mal C2 plus C3. Nur das. Plus U23 mal C2. Okay. Ist gleich I1. Und da drinnen, wenn ich das ausmultiplizieren, da habe ich nachher Z1 mal Z2 plus Z1 mal Z3 plus Z2 mal Z3. Schau, da gibt es ja das. Jetzt muss ich durch das noch dividieren. Und dann steht hier praktisch, mein I1 ist gleich U12 mal C2 plus C3. Dann haben wir das plus U23 mal den C3. C2 natürlich steht da. Dividiert durch das hier. Z1, C2 plus Z1, C3. Plus C2 mal C3. Ich sag das nicht kompliziert. Gut, ja, jetzt habe ich das I1 ausgedrückt. Jetzt erinnern wir uns, ja, das U1 war I1 mal Z1. Naja, und wir wollen ja das U1 haben. Ja. Das heißt, mein U1 ist I1 mal Z1. Ja. Also, da schreibe ich ganz cool das einmal an. Z1 dividiert durch Z1 mal Z2 plus Z1 mal Z3 plus Z2 mal Z3. Ja. Schaut da schon gut aus. Ja. Und da drüben bleibt mir über, eckige Klammer auf, ja, U12 mal Z2 plus U12 mal C3 plus U23 mal Z2. Okay. Und jetzt sage ich, substituiere ich das. Das verwende ich jetzt, das ist 1 dividiert durch Z23. Das hatten wir bei der Stern-Dreiecks-Transformation. Da schaut sowas aus. Ja. Da schaut sowas aus. Ja. Ich nehme einfach einen anderen Namen dafür. Ja, weil das stört mir jetzt, dass ich das so viel schreiben muss. 2, 3. Ja, passt schon, fertig.
Und da hebe ich aber mal das Z2 raus, ja? Weil das sage ich nachher, das ist das Z2 mal, geschwungene Klammer auf, U1,2 plus U2,3. Und dann habe ich noch plus Z3 mal U1,2. So, und wir wissen natürlich, dass sich die ganzen Spannungen gegenseitig aufheben. Das heißt, es gilt dann natürlich das U1,2 plus U2,3 plus U3,1 ist gleich 0 Volt. Daraus folgt, U1,2 plus U2,3 ist gleich minus U3,1. Ja? Und das kann ich da einsetzen. Ja, dann steht hier U1 ist gleich 1 dividiert durch Z2,3. Z3 mal U1,2 minus Z2 mal U3,1. Cool, ja? Das ist jetzt praktisch aus den Außenleiterspannungen und den Widerständen abgeleitet, hier die Spannung U1. Die schaut halt so aus. Und dann haben wir nur das U1' gehabt. Und wir wissen, die Neutralleiterspannung ist die Differenz zwischen U1 und U1'. Ja? Das heißt, mein UN ist eben das U1 minus dem U1'. Ich schiebe das nach oben. Das ist das da unten. Ja? Das heißt, wenn ich das da einsetze, ja, steht hier praktisch, das ist 1 dividiert durch Z2,3, ja, mal Z3 mal U1,2, schönen Strich gemacht, minus Z2 mal U3,1. Und dann habe ich minus dem, das heißt, ich habe da praktisch minus U1,2. Hörst du da los? Hängt der Tisch? Drittel plus U3,1. Drittel. Das ist, ja, einfacher wird es nicht. Ja. So berechnet sich die Neutralleiterspannung in einen asymmetrisch belasteten Sternschaltung ohne Neutralleiteranschluss. Ja? Schiebt es ganz schön vorhin. Ja? Ich habe gesagt, das ist einfach. Ja. Also es ist nur viel Rechnen mit Aufpassen und so weiter, aber ich wollte es herzeigen, dass man das tatsächlich einfach so mit Umformen herausbekommt. Das ist das, was wichtig ist. Quintessenz bleibt also, ja, bei asymmetrisch belasteter Sternschaltung und nicht angeschlossenen Neutralleiter verschiebt sich die Neutralleiterspannung, die kann man berechnen aus ganz einfachen Überlegungen. Man muss halt nachher eben ein bisschen aufpassen mit Umformen und so weiter und dann passt es aber auch. Ja? Das war also die Sternschaltung ohne N-Leiter. Sternschaltung, würde ich sagen, haben wir zur Genüge abgehandelt. Deswegen wird sich das nächste Video mit der Dreieckschaltung beschäftigen.
Jetzt haben wir ihn mit dem Stern geschaltet. Nachher schalten wir die Lasten einfach zwischen die Phasen hinein und benutzen die verkettete Spannung. Was da herauskommt und wenn man es unsymmetrisch belastet, ob das dann nur ärger wird, ja, das werden wir einfach im nächsten Video uns ansehen. Für dieses Mal reicht es wirklich. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.